Das ist die goldene Sportpyramide und das ist ihr Preisträger. Gentleman-Boxer Henry Maske wurde in Berlin von der Deutschen Sporthilfe für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der ehemalige Weltmeister steht nun auf einer Stufe mit einer anderen deutschen Boxlegende und war entsprechend gerührt. Viele der Ausgezeichneten sind Sportler, die wir alle bewundern. Ich gehöre dazu, und wenn ich selbst heute solche Auszeichnungen entgegennehmen kann, die seinerzeit noch beispielsweise auch Max Schmeling erhielt, leider kurz nach seinem Ableben, dann ist auch ein bisschen Stolz dabei und eine große Freude, dass diese Aufmerksamkeit nach wie vor in dieser Art vorhanden ist und dass man auch so hinter einer sportlichen Karriere so einen Schlussstrich ziehen darf. Maske, der 2001 bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war, macht damit auch nach seiner Karriere außerhalb des Boxrings eine gute Figur.